Söder gegen Habeck die einzig wahre Bundestagswahl? Gehen Sie damit? Also es liegt wissenschaftlich so objektiv auf dem Tisch. So ist es. So ist es. Aber das Thema, das uns, glaube ich, wirklich am meisten beschäftigt, die großen Krisen der Welt. Die Union ist die eine, die Grünen sind die andere. Also wenn man eine Krise braucht, um eine andere zu bekämpfen, das ist natürlich der Inbegriff von Zynismus. Ja, naja, Zeit entwickelt sich und ist ein geschlossener Kreislauf. Ich weiß, dass das wehtut. Ich komme aus Schleswig-Holstein. Darf ich antworten? Also erstens einmal hat Bayern nahezu allen Bereichen einen Riesenvorteil gegenüber Schleswig-Holstein. Da liegen wir meilenweit vorne dran. Selbst in der bayerischen Staatsregierung, wenn es das bayerische Mittagessen gibt, wo es ja bei uns diese tollen Bratwürstchen gibt, auch wenn sie klein sind, die sind so minimal. Weiß ich nicht genau, was dann wieder los ist, aber Wurst. Wir können also festhalten, wir können hört sich jetzt ein bisschen wir haben viel über technische Lösungen geredet. An. Das ist wirklich ein dicker Hund. Ja. Aber jetzt ganz im Ernst, es braucht da mehr. Es braucht natürlich eine Aufarbeitung der unmittelbaren Situation jetzt. Wenn es dann ein Bratwurstbrötchen, wenn den hilft, dann wegen mir. Warum legen Sie kein Förderprogramm Bratwurst auf? Ja, im Grunde genommen machen wir das hier indirekt. Aber es muss mehr passieren und wir müssen auch grundlegendere Entscheidungen treffen. Die Frage ist nur, wie. Ich kann Ihnen erklären, wie es geht. Auch besser als in Bayern. Nee, da werde ich mit Ihnen das wieder besser abschneiden. Ja, Bayern wird zum Strom im Exportland. Warum brauchen wir Strom? Also diese Frage stellt sich, finde ich, eigentlich überhaupt nicht. Stellen Sie sich mal vor, keiner würde den Strom eurer Windräder wirklich wollen. Ja, das schlägt dem Fass sozusagen rein logisch schon den Boden aus. Herr Söder, Sie werden es mir nachsehen, Sie waren zu schlecht. Und insofern, jetzt kommt noch eine moralische Niederlage dazu. Das tut weh, aber es ist möglich. So kann es gehen. Aber Herr Söder, ja, ich will Sie nicht erklären. Jetzt tut es Ihnen weh, das muss schon gesagt werden, weil er hat ja gesagt, mir tut es weh. Ich merke gerade, ihm tut etwas überhaupt weh. Deswegen nicht. Will er auch sehr schwere fleischliche Kost. Aber Sie müssen auch, es muss auch erlaubt sein. Und da spielt dann die Taktik, die Habeck spielt eine ganz zentrale Rolle. Eins wird nicht funktionieren. Wenn ich heute eine Blutwurst anbiete, sowas, ja, dann ist außer meinem Koalitionspartner Hubert Aiwanger kaum einer mehr Blutwurst. Was leisten Geheimdienste eigentlich? Wer nicht aufpasst, kommt auf Dauer in diese griechische Spirale. Sie wissen, dass das kriminell ist, Herr Söder. Das ist mir ja wurscht, ich sage einfach, was ich... Genau, aber das kann man heilen, theoretisch. Aber es gibt natürlich auch Verhaltensweisen, die einfach unsinnig sind. Man hat mir vorher gesagt, hör dem Herrn Habeck genau zu und das mache ich. Aber das war auch wirklich tatsächlich in jeder Beziehung Neuland. Das war quasi die maximale Ausdehnung einer unilateralen Welt. Sorry, das finde ich eine totale Unverschämtheit, sowas zu sagen. Das weise ich echt zurück. Es braucht auch die Ausstattung und die Waffensysteme, zum Beispiel bewaffnete Drohnen und Ähnliches mehr, um am Ende erfolgreich zu sein. Wir haben eine Frage von einem Schüler. Für das Bohren sehr dicker Bretter. Lebenswert, liebenswürdig, so intensiv. Herr Söder, Sie haben es gesehen. Ja, das halte ich ein bisschen für lächerlich. Ein wahres Landeskind. Damit kommen wir leider auch schon zum Ende unserer Debatte. Ich bedanke mich. Machen Sie es gut.